Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim die Unendliche und wir sind da ja hier wieder ein Stück weiter, nämlich, ja, schauen wir gleich nach auf der Karte. Wir sind hier beim Saretti-Hof angekommen, da gibt es zwei junge hübsche Damen, die verstehen sich auf die Aufzucht und Hege von Nierenwurz, die haben wir gleich einmal eingesammelt, vielleicht geben wir ihr die zurück oder auch nicht. Ich bin gerade etwas beschäftigt, was wünscht ihr? Gar nichts eigentlich, wir wollen da einfach nur weiter. Und ich bin mir ja wirklich nicht sicher, ob ja die Richtung stimmt. Deswegen schauen wir da gleich nach. Wo müssen wir da hin? Habt ihr schon entschieden, ob ich jetzt nach Einsamkeit gehen kann? Ich habe gehört, dass ich dort am besten bin. Darauf. Da ist schon wieder kein Weg. Wieso ist denn das so? Also direkt über den Berg und da schaut das so aus. Ja, als ob wir gleich hier sind. Dann werden wir uns da gleich mal ausrüsten. Was habe ich denn da in den Shortcuts? Feuerball passt schon. Da geht der Weg weiter. Jetzt weiß ich nicht, sollen wir jetzt einfach da reinlaufen? Oder nicht? Ja? Ja, uns fehlt einfach der Plan. Aber egal, wir laufen da mal drauf los. Unten sitzen ja schon welche. Die scheinen nicht bösartig zu sein. Stecken wir das mal weg und fragen mal. Staleo, hallo. Seid ihr hier, um zu helfen? Auf Wiedersehen. Ist da jemand? Hier drüben. Was ist denn da jetzt? Ihr hättet nie herkommen sollen. Oh. Ah! Den holen wir uns mit den beschworenen Schwertern, hä? Ist da jemand? Und das war's dann auch schon. Seht ihr, wie lang das dauert, bis die Schwerter sich spawnen? Ah, unglaublich. Das ist ein Troll schon wieder. Dann nehmen wir das Trollfett. Ja, wir reden mit euch da oben einmal. Ah, da ist ein Haufen. Roter Punkte, seht ihr das? Ah, die werden schon angegriffen. Wer ist denn? Also irgendwie stehe ich da wieder im Regen. Typisch Dozo. Wir werden da gleich einmal ein wenig draufhauen. Wenn ich da jetzt noch den Cursor finde. Ihr werdet Himmelsrand nicht eben verlassen. Also ich sehe da überhaupt nichts. Haben meine Jungs wieder gute Arbeit geleistet, ist ja klar. Da oben ist auch nichts. Und da kommen wir nicht rein. Irgendwo stehen da noch zwei Jungs herum. Egal. Wir laufen nochmal zurück. Wir wollten ja mit denen reden. Ne? Im Freien sind die Sturmatronaren ein wenig besser, weil die haben ja eben Fernwaffen. Und ich... Ja, und ich glaube eben die Tremora-Fürsten nicht so. Okay, machen wir. So, mit dir reden wir zuerst. Ja. Leibwächter. Ihr braucht etwas?
Nö, eigentlich nicht so. Dann war da noch eine Puppe irgendwo. Wer bist denn du? Ja. Ja. Auch Leibwächter. Ihr braucht etwas? Nö. Ja, bitte? Dann reden wir mit dir. Ich werde das Schloss meiner Familie zurückerobern. Das ist das Schloss deiner Familie? Ja. Was ist hier los? Endlich ist Verstärkung eingetroffen. Ich hatte aber mit mehr gerechnet. Hoffentlich seid ihr gut. Warum sollte ich euch helfen? Wir sind in den Krieg gezogen. Da sind diese Dreckskerle aufgetaucht und haben die Festung eingenommen. Meine Familie ist da drin. Gut möglich, dass Bruerit dahinter steckt. Zwischen uns herrscht seit dem Tod des Königs böses Blut. Aber in mein Heim einzudringen und meine Familie zu entführen. Das hört sich noch weitaus mehr als nur böses Blut für an. Einen Söldner stellt hier aber viele Fragen. Geht einfach da rein und öffnet das Tor. Sobald das erledigt ist, werden wir euch unterstützen. Dafür habe ich keine Zeit. Und was bekomme ich als Gegenleistung? Blödsinn, wir brauchen ja kein Geld. Also. Ich würde euch gerne mehr Hilfe anbieten, aber unser letzter Angriff missglückte. Jetzt sind nur noch wir übrig. Viel Glück. Okay, begonnen auf leisen Sohlen, ja? Verschafft dir über die Hintertür Zutritt zu Trevers Wacht. Wir sind da schon richtig und ich denke, das ist die Hintertür. Ja? Fluchttunnel, genau. Okay. So, wie machen wir das? Ich mache hier eine kurze Pause. Und überlege mir was. Ja, Leute, ich habe mir gedacht, wir lassen da Feendahl einmal kurz. Bin immer noch da. Herausen. Warte hier. Ja, und wir probieren einmal die Rüstung aus und die ganzen Zauber, die wir da haben, ja. Wir haben da ja sowas wie Unsichtbarkeit, ja genau. Und ja, da schauen wir dann nach, was wir dann noch finden. Egal, ja. Da gehen wir dann rein und jetzt machen wir mal einen auf unsichtbar. Ja. Und schauen wir mal, was da los ist, ja. Ja, weil wenn wir Feendahl da mitnehmen und mit Zaubern arbeiten und das kann ja recht heftig werden und dann bringen wir... Aha, das geht ja gar nicht. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Ah, die haben uns schon erkannt. Wir machen da jetzt was ganz anderes. Was haben wir da? Was machen wir da jetzt? Ich weiß es ja auch nicht. Wir haben da jetzt ein Flammenmantel, den rüsten wir aus und dann Wunden schließen. Wo seid ihr? Aha. Ich wusste doch, dass ich euch finde. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Ich wusste doch, dass ich euch finde. Noch wie Glas. Ja, die hauen schon recht rein da. Was machen wir als nächstes? Wir nehmen da in die rechte Hand einmal ein Schwert. Das war's dann. Mehr habt ihr nicht drauf. Seht euch bei lebendigem Leib. Ich kann... Ah. So, da müssen wir aber aufpassen, weil da ist ja überall Öl, so wie ich das sehe. Da ist ein Zauberer. Da brauchen wir natürlich dann gleich mal... Wir haben so viel von dem Zeug, Leute. Einen verbesserten Schutz. Bin ich mal gespannt.
Habt ihr da niemanden reden gehört? Ich durchsuche die Jungs gleich einmal. Aber das könnten wir uns sparen, das machen wir nachher, oder? Da ist ein Gold. Eine Rüstung brauchen wir nicht und dann machen wir einfach einen Durchsuch. Video, ja? Weil wir müssen ja auch noch dann die Pläne finden. Und eine Bärenfalle, na klar. Wir haben ja noch andere. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich da alles nehmen soll. Wir haben ja so viel. Also Unsichtbarkeit kommt nicht so gut, weil die... Ich muss da jetzt nachschauen, ich weiß ja nicht. Wir haben da so viel Wiederherstellung und Wunden schließen, verbesserter Schutz, genau. Das ist das gegen Magier. Lassen wir das mal ausgerüstet, ja. Was? Da seid ihr ja. Ha? Ach, das machen wir anders. Ah, der sieht uns nicht. Gut so, wenn wir leise sind, dann haut das auch hin, ja? So, wir machen da mal Feuerarten. Oh, der hat auch schon gereicht. Okay. Da, das war ein Schmied. Da hätte man gleich was schmieden können, ja? Da liegt das einiges. Beschlagene Rüstung. Eisenbahn und so weiter. Ja. Oh. Da stapeln sich die Leichen, Leute. Das sieht nicht gut aus. Egal, wir schauen, dass wir weiterkommen. Ins nächste. Ah, wir überschreiten schon wieder die Länge. Leute, ja, es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir machen hier eine kurze Pause und sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir die Festung hier klar machen. Okay? Bis gleich, euer Toso. Ciao.